Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Ich sitze hier mal wieder mit dem Technik-Faultier und es wird Zeit für einen neuen Sparmag-Talk, wie quasi jeden Monat. Dieses Mal haben wir, wenn ich mich nicht verzählt habe, drei interessante Themen für euch. Mhm. Wollen wir schon, ja, ihr seht wahrscheinlich eben Titel, worum es geht, also kann ich auch gleich erzählen. Einmal OnePlus 5, damit werden wir anfangen. Dann ein wenig zum Thema Roaming, ist ja momentan wirklich sehr interessant, hat sich einiges getan. Wir können ein bisschen was erzählen und dann quatschen wir noch ein bisschen über das Samsung Galaxy Note 8. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so weit entfernt, aber das zum Schluss des Videos. Und wir haben einen neuen Hintergrund. Tada! Ja, das möchten wir auch betonen. Also schöner Hintergrund, wie ich finde. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an hier mit dem OnePlus 5. Wir haben auch passenderweise beide Farben für euch hier. Ah, das ist das Falsche. Ich wollte nur gucken, ob es dir auffällt. Also komm. Ja, hier, das ist das OnePlus 5. Beim Technik-Faultier noch schön mit E-Mail-Sticker. Bitteschön. Zwei Versionen dieses Mal. Wir haben es letztes Mal, glaube ich, nur angeteasert im Talk. Mittlerweile ist es offiziell. Wir haben es auch schon schön getestet. Ja. Wir haben hier einmal das Spitzenmodell, sage ich mal. 128 GB interner Speicher und 8 GB RAM für 560. Also genau, 60 Euro 559 Aufpreis. Euro. Und ein tieferes Schwarz. Ja, genau. Midnight Black heißt das Ganze. Und dann hier das, was das Technik-Faultier in der Hand hält, ist quasi das Standardmodell. Ja. 64 GB Speicher, immer noch 6 GB RAM. Farbe ist, glaube ich, Slate Gray. Slate Gray. Und kostet 499 Euro. Ja, genau. Wenn man die Dinger nebeneinander hält, dann fällt es ganz klar auf. Ne? Wenn man ein schwarzes Gerät haben will, dann muss man 60 Euro Aufpreis zahlen. Wenn man das Gerät nur alleine benutzt und immer von vorne ansieht, dann bleibt das Ding eigentlich schwarz. Also im direkten Vergleich. Und je nachdem, wie das Licht kommt, sieht es auch mal ein bisschen lila aus. Aber ich sag mal, im Vergleich zum Vorgänger, wir haben ja noch ein 3T hier. Ich hätte auch noch das 3er mitbringen können. Mhm. Die Dinger wurden immer dunkler über die Jahre, wenn man sich das so, ich glaube, das normale 3er. Wo war das noch so letztes Jahr? Ich glaube bei Apple. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt da einen angebissenen Apfel, der wurde auch immer dunkler. So, und vom Design, na, ihr seht es, es hat sich auf der Rückseite was getan. Die Kamera ist nicht mehr mittig, ist nach links oben oder rechts oben gewechselt. Und wir haben jetzt sogar zwei Kameras verbaut. Schau mal. Und jetzt ist der perfekte Moment, weil es beschweren sich immer die Leute, dass du dein iPhone rausholst. Jetzt wäre es optimal. Ach, jetzt? Um das quasi zu... warte, lass mal meins daneben halten, weil ich glaube, das ist die schöne Farbe irgendwie, wo man halt wirklich sieht, also das hat man ja vorher schon in den ganzen Leaks gesehen. Also ich finde vor allem wegen der Dual-Kamera sind die sich von hinten schon ziemlich ähnlich, aber vielleicht sieht man das auch ganz gut. Das OnePlus 5 ist jetzt in echt gar nicht mal so identisch, würde ich sagen, weil es so etwas abgerundet ist auf der Rückseite. Klar, von vorne müssen wir gar nicht diskutieren, sind die sich natürlich sehr ähnlich, aber... ich fand, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier jetzt wieder das OnePlus, nee, da ist es, das OnePlus 3T hinhalte, meiner Meinung nach das viel schönere und eigenständigere Design als jetzt beim neuen. Ja, ich mochte das alte Design auch, aber was ich hier mal schön finde, ist so, wie viel dünner das doch nochmal wirkt im direkten Vergleich. Ja. Wenn wir jetzt gerade hier schon Äpfel mit Birnen vergleichen, das kommt da doch nochmal deutlich schlank herum, obwohl es ja auch 5,5 Zoll sind. Wenn du schon so schön loslegst, also jetzt, wo wir schon über das Design gesprochen haben und über die Preise, schieß doch mal die wichtigsten technischen Daten, gib uns die mal. Top of the Pop Hardware, Snapdragon 835er, das Beste vom Besten. Das ist einfach das, wo wir jetzt gerade, besser geht es hardwaremäßig nicht. Wir haben die 64 GB in der Grundversion und ich denke mal auch für die meisten, was findest du, 64 GB reicht das aus? Ja, wobei ich sagen muss, also der Aufpreis für 128 GB, der Speicher ist ja nicht erweiterbar, aber der Aufpreis ist fair und da würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich nicht doch die 128 GB nehme, eben weil der Speicher nicht erweitert werden kann. Aber sonst bin ich deiner Meinung, also 64 sollte den meisten reichen. Genau wie ich auch finde, diese 6 GB reichen. Ich weiß noch nicht mal, was ich mit 6 GB an RAM machen soll, geschweige denn, was ich mit an 8 GB machen soll. Das ist einfach nur so Geprotze. Ja, das ist einfach nur, wir können es, wir hauen es rauf. Genau. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, so performancemäßig, alltagsmäßig, selbst mein 3T und auch das 3er, was ich noch habe. Also performance-technisch meiner Meinung nach das OnePlus 5 momentan so mit dem Google Pixel und dem HTC U11 das Android-Smartphone mit der besten Performance. Also das haben sie echt gut hinbekommen. Vor allem, wenn ich das noch vergleiche mit einem OnePlus 2 zum Beispiel, was am Anfang echt Probleme hatte mit der Performance, haben sie echt gut hinbekommen. Display hast du ja auch schon angesprochen. 5,5 Zoll sind es wieder. Es ist wieder ein AMOLED-Display. Optical AMOLED oder so nennen die. Sie nennen es Optical AMOLED. Was Auflösung ist gleich geblieben, 1920 x 1080. Nur Full HD, 401 PPI. Warum ich das sagen wollte.
Nagel mich nicht fest, aber ich würde wetten, dass das genau die gleichen Displays sind, aus dem 3T und aus dem 3. Nein, es wurde umgedreht. Hast du das gelesen die letzten Tage? Hä? Also es gab ja so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen mit dem Ding, das kann man jetzt in der Kamera schlecht zeigen, aber wenn man zum Beispiel in den Einstellungen ist oder in der Twitter-App irgendwo, so, wo man scrollen kann, dieses Jelly-Scrolling. Ja, Jelly. Und erst hieß es ja, dass das vielleicht damit zu tun hat, dass sie den Input-Lag quasi... Ja. Also, was ja auch logisch wäre. Jetzt scheint es aber anscheinend so zu sein, haben die Jungs bei den XDA-Developers rausgefunden, die haben das Display irgendwie falsch rum verbaut und deshalb bei jedem Android-Smartphone, was man nimmt, irgendwie, wenn man das quasi mal dreht und scrollt, ja, hat man tatsächlich auch leicht so einen Effekt, wo geil, ich mir auch mir denke, Leute, wie kann man nur? Aber sonst bin ich deiner Meinung, also wenn wir da schon durchgehen, Display ist meiner Meinung nach exakt das Gleiche und hat auch exakt die gleichen Probleme. Farbdarstellung ist meiner Meinung nach, das ist zwar übersättigt, aber es ist halt alles andere als realitätsgetreu. Ja. Helligkeit ist okay, könnte aber heller sein. Ja. Also das Display meiner Meinung nach so, wenn man, es ist jetzt nicht schlecht, aber das, was mich noch so am meisten stört. Ja, es ist nichts Besonderes. Also gerade nicht, wenn man mal andere Flagship-Geräte anguckt oder sowas. Ne? Auf der einen Seite protzen sie so mit der Hardware, die sie verbauen. Ja. Und beim Display lassen sie es dann so ein bisschen schleifen. Diesen Jelly-Effekt kann ich, also entweder merke ich das nicht oder ich sehe es nicht. Also das war auch so einer von den Punkten, wo ich mir dachte, da werde ich mich mitbauen. Also mir ist es vor allem im Vergleich zum neuen iPad aufgefallen, aber gut, ja, das gut, ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Wichtig vielleicht so, das, worüber OnePlus auch am meisten gesprochen hat, die beiden Kameras. Ja. Wir haben es ja eben schon kurz mal versucht anzudeuten. Wir haben hier ja zwei Kameras und bitte verbessere mich, wenn ich Unsinn erzähle. Einmal 16 und einmal 20 Megapixel. Die mit 16 Megapixeln ist eigentlich die bessere. Ja. Hat eine Blende von f1.7, glaube ich. Die andere 20 Megapixel f2.6, deren einzige Daseinsberechtigung. Wir haben quasi so eine Art Teleobjektiv wie beim iPhone. Das soll einen verlustfreien Zoom ermöglichen. Und ihr seht es schon an den Bewegungen vom Technik-Fault hier. Das hätte man sich sparen können. Das war nämlich das, wo ich auch nochmal nachgucken musste, weil ich auch ich wollte zuerst 2x16 sagen, aber dann fiel mir ein, nee, das ist nicht nur die Blende, die anders ist, es ist auch die Megapixelanzahl, die unterschiedlich ist. Genau. Und ich kann das nicht glauben, weil OnePlus haut wirklich auf den Putz und trommelt hier rum, sagt hier auch fett auf die Verpackung, schreiben sie drauf, Dual Camera, Better Pictures oder irgend so, Clearer Photos. Und ja, es ist durchaus brauchbar. Ja. Ich habe damit wirklich vernünftige Fotos gemacht. Ja. Aber es ist nicht, dass ich damit so dick trommeln würde, dass ich sagen würde, mich jetzt hinstellen und würde sagen, die Erwartungen so hochschrauben, dass ich damit die besten Smartphone-Kameras oder dass die wirklich mit, was weiß ich, einem Samsung Galaxy S8 mithalten kann oder sowas. Nee, das Ding, wenn man sich auf diese 16-Megapixel-Kamera beschränkt, dann macht das solide Fotos. Hier und da dieser Porträt-Effekt, der könnte vielleicht noch das ein oder andere Software-Update gebrauchen, weil die Umrandungen hier und da nicht immer stimmen. Oh ja. Bei Dunkelheit, mal gibt es vernünftige Fotos, mal gibt es nicht vernünftige Fotos. Da gibt es andere Geräte, die bei Dunkelheit bessere Fotos machen. Ich bin aber zufrieden. Ich bin mit dem Gerät 2 Tage durch Barcelona gehoppelt, wo natürlich bei strahlendstem Sonnenschein, da hast du ideale Bedingungen. Wo du nur gute Bilder machen kannst. Genau quasi. Also da schafft es auch die Kiste, ich sag mal, auch nichts zu verhauen. Bin ich deiner Meinung. Also bei gutem Licht top, bei schlechtem Licht meiner Meinung nach total ausbaufähig. Mhm. Gut, alles in allem, wir wollen da jetzt ja nicht zu lange drüber quatschen, soll ja kein Test sein, aber also mein Fazit zum OnePlus 5 ist einfach so, es kostet jetzt quasi 100 Euro mehr als letztes Jahr, glaube ich. Oder? Ja, 60, also wir hatten 400, 440, genau, so ist 500. Es sind im Prinzip, also ich glaube, das OnePlus 3 hat ja noch mit 399 angefangen tatsächlich. Ja. Was ich habe das OnePlus 3 geliebt. Das war letztes Jahr für mich wirklich so ein Preis-Leistungs-Hit. Yep. Das ist jetzt das OnePlus 5 nicht. Wie du gerade schon gesagt hast, ist ein solides Smartphone und für 500 Euro bekommt man da durchaus einiges geboten. Aber vor allem Display und Kamera sind zum Beispiel bei Samsung, HTC, Apple doch nochmal besser. Ja. Also ich kann es empfehlen, aber Flaggschiff-Killer ist das auf gar keinen Fall. Nicht mehr für den Preis. Nee. Die haben es, früher war das mit diesem eher bei 400 Euro, jetzt sind wir eher bei 500 Euro. Und wenn ich mir das angucke, wir haben LG-Geräte, die inzwischen für unter 500 vertickt werden. Selbst das S8. Also S8 ist unter 600 bei vielen gerutscht. Ne? Das sind sowas, da ist dieser Preisabstand nicht mehr. Und genau das hatten wir ja früher bei dem 3T, als das dann für 440 rausgekommen ist. Und auf einmal sanken die Samsung Galaxy S7-Preise auch unter 500. Da war dieser Abstand nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt einfach, das ist halt nicht mehr Flagship-Killer, vom Preisniveau überhaupt nicht mehr, sondern das ist halt solide. Solide, ne, ob man es jetzt, es ist ja ein Flaggschiff von OnePlus, so, und kann halt in einigen Bereichen wirklich gut mit anderen mithalten,
aber die Konkurrenz ist hart. So würde ich das auch sagen. Damit vielleicht gleich zum nächsten Thema. Du hast ja Barcelona eben schon angesprochen. Ah. Wann gab es diese Änderung beim EU-Roaming? War es der 17. Juni oder war es der 15. Juni? Ich war in Italien, du warst in Spanien. Wobei bei mir, ich kann da jetzt nicht so direkt sagen, weil ich hatte vorher quasi schon diese Option, dass ich quasi meinen Inlandsvertrag weiter nutzen kann im Ausland. Deshalb erzähl mal, wie hat das Ganze bei dir funktioniert in Barcelona? Kurzes Vorgeplänkel, es ist ja schon so, dass du bist bei der Telekom und Vodafone, die sind ja eigentlich seit einem Jahr oder so, sind die ja schon hingegangen und haben umgestellt und haben gesagt, Leute, das, was ihr an Datenkontingent, am Telefonkontingent oder am SMS-Kontingent habt, das könnt ihr dann auch im europäischen Ausland nutzen. Das heißt, die direkt bei den großen Anbietern sind, die hatten bisher, eigentlich ist es schon ganz gut wie bisher auch. Andere, die bei, ich sage jetzt einfach mal, bei O2 sind, so wie ich, oder was weiß ich, die ganzen Reseller alles, nehmen, Eigenmarken nehmen, alles, was oder größtenteils... Oder E-Plus früher. Ja, da gab es ja bisher immer die Einschränkung. Man hat zu Hause das Datenpaket und gerade das Datenvolumen ist ja das, was heutzutage die meisten interessiert. Und dann im Ausland in der Regel nur 1 Gigabyte. Das 1 Gigabyte hat ja trotzdem oft ausgereicht, wenn man dann eine Woche weg ist oder auch mal 2 Wochen. Man hat ein bisschen aufgepasst, man hat im Ausland, im Hotel, im Restaurant oder wo auch immer dann immer mal das WLAN genutzt. Aber jetzt kam die EU-Regelung dazu, bedeutet ausländisches Telefonieren, Simsen und Datenverbrauchen kostet so viel wie im Inland oder darf nur so viel kosten wie im Inland. So, das ist das eine. Aber was waren jetzt mit den ganzen Leuten, die bei O2 Datenpakete haben, die über 1 Gigabyte sind? O2 ist hingegangen und hat eine Option freigeschaltet, wie man dann auf diesen EU-Roaming dahin auf diese Option wechseln kann. Das muss man aber selber machen. Das stellen die nicht um. Normalerweise bleibt dann dieses 1 Gigabyte. Das Umstellen hatte jetzt am Anfang, bei mir hat es über eine Woche gedauert, bis der neue Tarif aktiv war. Dann bin ich nach Barcelona und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es geschafft, sieht man jetzt leider hier nicht mehr, beziehungsweise sonst halte ich meine Telefonnummer in die Kamera. Das wäre doch mal interessant. Anrufe. Ich habe es geschafft, fast 13 Gigabyte in 2 Tagen Barcelona zu versurfen. Wahrscheinlich mit Videos und Co. anschauen, oder? Ich musste 2 Videos hochladen. Ja, und ich habe es ja auch drauf angelegt, um es dann zu testen. Es war zum Ende meines Abrechnungszeitraums. Das heißt, der Reset war in der Nähe. Und dann bin ich einfach hingegangen und hab getestet, kann ich jetzt auch unbegrenzt mein Datenvolumen, was ich bisher in Deutschland hatte, auch im Ausland, im EU-Ausland verbrauchen? Ja, das geht bei ganz gut funktionieren. Und das klappt auch für die Datensnacks. Das ist das, was O2 immer den Leuten anbietet, wenn man dann kündigt und dann diese Rückholangebote oder so. Das funktioniert ja auch für die Datensnacks. Ich habe jetzt keine zusätzlichen Kosten, funktionierte. Und wer sich jetzt noch fragt, klappt das mit Tethering? Ja, klappte. Rechner angeschlossen, klappte. Klappt das mit Multisim? Ja, klappt auch mit Multisim. Ich bin mit mehreren SIM-Karten reingegangen. Die haben dann hier und da sich sogar in unterschiedliche spanische Netze eingeloggt. Einmal Vodafone Spanien, einmal Telefonica. Movistar heißt der Telefonica, das Netz in Spanien. Und das klappte auch mit den Multisims. Eine Anmerkung noch, ne, man muss es halt selber buchen und nicht alle Anbieter handhaben es so. Man muss sich bei seinem Anbieter wirklich mal schlau machen und auf die Lauer legen. Und Vorsicht bei O2, gerade für die Leute, die in der Schweiz unterwegs sind, denn bisher, dieses 1 Gigabyte war auch in der Schweiz nutzbar. Die Schweiz ist aber nicht EU-Ausland, bedeutet jetzt mit der Umstellung, ist in der Schweiz Essig. Also dafür muss man dann extra bezahlen. Wer da sein Datenroaming aktiviert lässt, der zahlt drauf. Genau, das ist zum Beispiel bei der Telekom auch anders. Also die Schweiz ist dabei in dieser Ländergruppe 1. Ich glaube, bei Vodafone ist auch so nett und packt das rein. Ich glaube, Vodafone geht sogar noch hin und packt inzwischen sogar Türkei und USA noch mit rein. Das ist cool, vor allem USA. Ja, ja. Das macht die Telekom nicht, das habe ich dieses Jahr erst erlebt. Aber trotzdem, es ist ja ganz gut, dass zumindest das jetzt funktioniert und dass du das auch getestet hast. Vor allem, ich hatte echt Bammel, ob es klappt, ob es mit dem großen Datenvolumen, ob das auch mit den Datensnacks dann funktioniert und es funktioniert, mit den Multisims funktioniert, das habe ich mir echt Gedanken gemacht. USA könnte doch eine nette Überleitung sein. Eigentlich die perfekte Überleitung. Also ihr wisst es ja, wir waren ja dieses Jahr im Ende März war es, glaube ich, in den USA und haben zugeschaut, wie Samsung das Galaxy S8 und das S8 Plus vorgestellt hat. Jetzt sind sich aber alle ziemlich sicher, dass auch ein Note 8 kommen wird und wir rechnen eigentlich damit, dass es noch vor der IFA sein wird, irgendwann im August. Ja. Und wir haben uns jetzt einmal mal gedacht, so ein extra Video wäre vielleicht noch zu früh, aber wir können ja schon mal ein bisschen drüber sprechen, was momentan so gemunkelt wird, was man erwarten darf und wie wahrscheinlich wir das halten. Jo. Machen wir vielleicht ganz kurz, also Design sind sich alle eigentlich relativ ähnlich einig, dass es dem, ich hole hier mal schnell
Du hast Sachen versteckt. Das Galaxy S8 Plus. Und also da sind sich die Leute ziemlich einig, dass es quasi am S8 und am S8 Plus angelehnt sein wird. Also was das Design angeht, ich entsperre es mal. Nur, dass es halt Note-typisch wieder kantiger sein wird. Also nicht so rundlich, sondern kantiger. Diskussionen gibt es beim Display. Haben wir hier ja schon 6,2 Zoll. Ich habe jetzt was gelesen von 6,3 Zoll, 6,4 Zoll, wo ich echt der Meinung bin, recht viel mehr geht schon fast nicht mehr. Also ich 6,3, 6,4 halte ich für realistisch, weil die Notes ja doch immer noch ein bisschen größer waren. Ja. Dann natürlich wieder mit diesem Display-Format, also 18,5:9. Auch mit Infinity-Display. Auch mit Infinity-Display natürlich. Design gleich, Rückseite Glas, Rahmen Metall. Und neu soll sein, eine Dual-Kamera, was ich für relativ realistisch halte, sage ich jetzt mal, weil irgendwas müssen sie sich ja einfallen lassen. Aber wo sie sich jetzt schon fast wieder alle einig sind, A, der Fingerabdrucksensor soll wieder auf der Rückseite sein und B, er soll auch wieder neben den Kameras dann quasi sein, was für mich so ein No-Go-Ding wäre. Vor allem, ich frage mich jetzt, wie wollen sie das anordnen, weil wenn sie neben die Kamera noch eine zweite Linse setzen, dann bin ich ja mit dem Fingerabdruckscanner am Rand, dann müssten sie ja die Kameras neben, also untereinander bauen. Ich lass mich mal überraschen. Blenden wir euch jetzt nicht lieb, das kommt wahrscheinlich eh nicht so, aber das sieht... Gibt es aber Note wieder mit Stift, ne? Ja, wobei ich da echt gespannt bin, ob der Stift irgendwie sich noch ins Gehäuse integriert. Letztes Jahr hat er noch reingepasst. Der war drin beim Note 7. Genau. Ja. Jetzt beim Tab S3 passt er zum Beispiel schon nicht mehr rein. Gut, der ist auch größer, aber ja, Akku 3300 mAh habe ich jetzt gelesen, was etwas weniger als das würde wieder doch dafür sprechen, dass der Pen vielleicht drin ist. Aber lassen wir uns überraschen. Aber du siehst mich jetzt gerade hin und her gerissen. Ja, das sind natürlich alles nur Gerüchte so. Ja, aber wenn es, ich sag mal, 0,1 Zoll Größe, also doch ein Ticken. Ja. Wenn du den Stift reinmachst, muss der Akku raus. Und vor allem, Samsung wird ja beim Akku wirklich, wirklich runtergehen. Die werden ja nicht jeden Millimeter da ausnutzen vom Akku. Warum auch immer, sondern da genug Abstand lassen werden. Ja gut, aber dann fände ich schon hart, wenn das Note weniger Akku hätte als das Plus und dafür kriege ich nur ein bisschen mehr Stift, also ein bisschen mehr Platz, den Stift und eine Dual-Kamera. Prozessor soll der gleiche sein, also wieder der Exynos 8850, gibt ja nichts anderes, wie du sagst. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass sie da vielleicht standardmäßig dann auch 6 GB RAM machen. Jo, damit sie sagen können, hier, das ist jetzt den Aufpreis. Gibt es Preisgerüchte? Ja, das wäre jetzt der letzte Punkt gewesen. Es gibt ein Gerücht und das besagt, der Preis soll bei 1000 Euro liegen. Wo ich sage, halte ich so als Einstiegspreis für unrealistisch. Ich glaube eher, das wird so das teuerste. Also vielleicht wird es eine 128 GB Version geben und die wird dann da anklopfen. Wir waren beim Note 7 damals bei 800, also 900 war das damals, ne? Oh, da jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, ja, könnten sie, aber nach dem Note 7 Fiasko, vielleicht machen sie eine coole Preisaktion, 6,99. Ich weiß es nicht. Und das neue iPhone, das iPhone 8 wird es für 600 Euro geben. Wäre ich dafür. Ja, klar. Also gib mir dann Bescheid, wenn du den Regenbogen gefunden hast. Genau, zwei bitte. Ich nehme auch eins. Nee, recht viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Also wie gesagt, Release-Termin... Ja. Meiner Meinung nach ziemlich sicher irgendwann im August. Ich denke kurz vor der IFA irgendwie. Aber dann noch, genau, also das ist so, das habe ich auch so an der Gerüchteküche mitbekommen, dass es auf jeden Fall noch vor der IFA rauskommen soll, dass Samsung sich da wieder ein bisschen rauszieht. Ja. Weiß ich nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Ich bin sehr gespannt auf das Ding. Wir müssten uns die Videos vom letzten Jahr nochmal angucken. Ich glaube, wir waren beide ziemlich sicher, dass sie den Nachfolger vom Note 7 nicht Note 8 nennen werden. Dass sie es jetzt doch Note nennen, also wenn es denn so stimmen würde. Inzwischen muss man ja sagen, ist ja auch viel Wasser unter den Brücken gelaufen. Ne? Ja, inzwischen klar. Ist es gar nicht mehr so. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen und habe lange kein, also andersrum, ich bin ja doch noch letztens geflogen, aber ich habe schon lange keine Warnhinweise mehr, nur nach dem Motto, hier Note 7 nicht ans Board nehmen. Ich habe heute nur gehört, wieder so, wenn eins ihrer technischen Geräte irgendwie beginnt heiß zu werden oder zu brennen, kontaktieren sie sofort, aber... Vom Note war da auch keine Rede. Die haben ja inzwischen durch die Sache inzwischen ja wirklich so Boxen drin, wo sie dann genau solche überhitzenden Smartphones da reinpacken im Flieger. Damit sie, würde mich mal interessieren, wie viele Geräte da maximal bei so einem Flug reingehen würden. Nein, die Gedanken machen wir uns gar nicht. Das Ding wird sicher keine Hitzeprobleme haben. Wie gesagt, wir rechnen damit im August. Das will ich jetzt noch hinterher schieben, weil es geht ja eigentlich unter.
Hast du irgendwie jetzt eine Randfrage noch? Hast du irgendwas jemals von einem S8 oder einem S8 Plus gehört, mitbekommen, was überhitzt, explodiert oder sonst was sein sollte? Nö. Da ist auch nicht. Das war eigentlich sowas, wo doch sich jeder drauf gestürzt hätte. Und wenn es was war, dann waren es halt wieder so Spinne irgendwie, die dann ja, auch, deren S7 dann letztes Jahr auch auf einmal in die Luft gegen ging Stein und was geworfen haben oder was auch also immer. Das ist Unsinn. Ja. Naja, aber damit würde ich sagen, haben wir unsere Themen durch. Über das Note 8 werden wir wahrscheinlich das nächste Mal noch ausführlicher sprechen. Wir wollten das nochmal kurz für euch anteasern. Ihr könnt uns ja wissen lassen, wie aus realistisch... Aus welchen Gründen, wie auch immer, so etwas. Ach, teasern könnten. Jetzt teaser noch nicht zu viel an. Ich teaser gar nichts. Ja. Du teaserst. Ich teaser überhaupt nichts. Ich wollte jetzt gerade die Leute fragen, was sie sich erhoffen, was sie von den Gerüchten halten. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.